Willkommen zurück zur zweiten Folge von The Last of Us. Und der Dialog in der Pause zwischen Michi und mir war eben so: Alter, was war das denn? Sowas Gutes habe ich ja seit langem nicht erlebt. So oder so ähnlich. Also, wir sind schwer beeindruckt. Ja, und jetzt geht's weiter hier. Mit Tess sollen wir einen, wie heißt der, Robert? Auf dem Weg zum Robert, der sich in einem Lagerhaus versteckt. Und scheinbar diese Fireflies sind auch. Oh, was ist das hier? Das für ein Symbol? Auch an interessiert. Schau mal. Ich bin out here in a while. It's like we're on a date. Well, I am the romantic type. I got your ways. Das wird ein Date mit Duell. Hast du schon richtig erkannt eben. She. Where's the ladder? It's got to be around here somewhere. Also die sind diesen Weg hier augenscheinlich schon öfter gegangen. Es muss irgendwo eine Leiter hier sein. Dann gucken wir uns mal nach der Leiter um. Vielleicht liegt die. Ach, da liegt doch eine. Ja, genau. Got it. Great, bring it over. Oh, zum Ansehen. Tutorial freigeschaltet. Gucken wir kurz rein. Leitern und Bretter. Stelle Leitern an Wände, um höher gelegene Orte zu erreichen. Wenn Leitern oder Bretter einen Vorsprung überragen, kannst du sie mitnehmen und an andere Stellen tragen. Bretter können über Löcher und Spalten gelegt werden, um an Stellen zu kommen, die durch Springen nicht zu erreichen sind. Ja, guck an. Okay. Das hat so ein bisschen was in so einem Baumarkt. Oh, schon mal vom fortsetzen. Habe ich das Falsche gedrückt. Ups. Leitern, Bretter, was war's denn schon? Da kann ich nochmal fortsetzen. Nee, okay, das war's schon. Ich dachte, ich hätte das übersprungen. Ja, dann stell sie doch gerade dahin. Und stellen wir sie doch gerade mal hier hin. Ladies first. Lady, you must be thinking of someone else. It's all relative. This way. Ja, 20 Jahre sind vergangen seit diesem Ausbruch. Down through here. Alles ganz schön hinüber. You think Robert still got our guns? For his sake, he better. Look, once we get our merchandise back, it should be easy to unload. Well, speaking of merchandise, when's that next shipment due? Well, we're meeting Bill next month. More pills, lots of ammo, supposedly. Yeah, well, he always shows up with something. Should keep us busy for a while. Hold up. Spores. Das ist ungesund. Okay, möglicherweise ist das die Infektionsquelle. Sollten die 20 Jahre später ja langsam wissen. Braucht man nicht zum Spaß mit den Gasmasken. Where are all these coming from? The place was clear last time. They're coming out of something. Stay alert. Da wir eh gerade im Jubelmodus sind, möchte ich sagen, dass auch selbst der Lichtkegel von der Taschenlampe super gut aussieht. So, was sollen wir jetzt hier machen? Du kannst hier Viereck drücken, oder? Da stand da bei dem Korb hier. Nee, ich meinte eher weiter rechts. Genau, links und da jetzt geradeaus, oder? Sicher? Hast du nicht irgendwas gesehen, was da nicht ist? Drück mal kurz Kreis meine ich, Entschuldigung. Kreis? Oh. Dass du irgendwie reinkriechen kannst oder so? Nee. So Kreis ist ducken. Da stimmt. Kannst du durch, oder? Das Loch hier. Ach, das war nur, wurde nur eben eingeblendet, als du zufällig da an dem Tisch standest. Okay. Was heißt das? Ah! Oh. There's our culprit. Body's not that old. Just keep your eyes and ears open. I should be able to fit through here. Oh. You okay? Yeah. Damn ceiling's falling apart. Be careful. Ich glaube, ich behalte. This way. Ich behalte recht mit dem Wow. Easy. Oh. Oh. Help me. My mask broke. Das war bestimmt nicht gut. Ja. Der will, dass du ihn erlöst. What do you want to do? Ach nein. Poor bastard. Okay, so, wenn die Maske kaputt ist, anscheinend... Kannst du von ihm was mitnehmen? Oh, gute Idee. Aber... Ist die Pram- aus. Pram- da, da liegt was, irgendwas. Ja. Ja, guck. Hebe ich das auf? Einfach, geh mal näher ran. Da bin ich schon ja möglichst nah ran. Guck mal, das Dreieck ist ja oft das Benutzen irgendwie. Ah, ja, genau. Okay. Das ist ja dann auch sehr wie in den Uncharted-Spielen. Habe ich ja leider nicht gespielt. Was? Entschuldigung. Raus aus dieser Wohnung. Ich habe ja keine PS3, aber es kommt noch.
Nee, jetzt wohl nicht mehr. Du bist angucken hier. Es gibt aber keine so eine Anzeige irgendwie, dass uns die Luft ausgeht, oder? Nee, also du meinst, das Luft wird auch nicht ausgehen. Der Filter meinst du, ist vielleicht irgendwann ja hinüber, aber es gibt noch keine Anzeige für. Dadurch. Krauter. Mach die Taschenlampe aus. R2 gedrückt halten für Lauschmodus. Was ist das denn? Ich halte gerade R2 gedrückt. Hä? Den hier. Hä? Hab ich gerade gemacht. Also, wollte ja auch nicht. Mach die Taschenlampe mal aus. Oh. Okay, ich steig von hinten. Müssen so einen Takedown irgendwie machen. Dreieck. Und er wird. Aber ich glaube schon mal gehört, die können nicht sehen, die können nur hören. Ja, das ist, kommt, glaube ich, auf den Grad der Infektion an. Okay. Und die sehen jetzt irgendwie aus wie. Die sehen doch sehr menschenähnlich aus. Also ich mache trotzdem das Licht aus, besser ist das. Schau mal, ob du einfach vorbei kannst. Oh. Ah. Also einfach nachkämpfen. Boah, wie fies das aussieht. Alright, that's all of them. I hope so. Ja, noch zwei in der Büchse. Let's head back into the city. Boah. Vielleicht bei dem, der lag, vielleicht hat der Munition dabei gehabt. Nee. Nicht wirklich. Aber es ist ja gut, dass man die scheinbar auch mit Nahkampf noch zur Raison bringen kann. Weil mit den vier Schuss wären wir eh nicht weit gekommen. Nee. Aber du bist ja schon irgendwas auch, du hast den Gnadenschuss aus dem gegeben. Immerhin. Ja. Ein Schneck. Lebenspunkte sehen auch ganz gut aus, unten rechts. Ja. Alles im grünen Bereich. Was liegt da denn? Noch ein Schneck nehmen. Oh, Munition! Die kann man gut gebrauchen. Was hatten Sie vorhin gesagt? Marlene ist scheinbar bekannt dafür, den Fireflies anzugehören. Genau, also Marlene wollte mit Robert sprechen und daraus hat er gleich geschlossen, warum wollen denn die Fireflies was von Robert? Gehört sie anscheinend dazu. Gucken wir uns hier nochmal kurz um, ob hier noch irgendwas ist, was ich mitnehme, bevor ich hier die Treppe hoch oder runter gehe. Weil ich glaube, das war es hier, ne? Ja. Mhm. Okay. Okay, runter geht's nicht. Hier geht's wieder raus. Dann geh doch mal rein. Ja. Da geht noch eine Tür auf. Ich guck erstmal hier noch. Ja, hier ein Telefon oder so ein Visitenkartenhalter. Was man halt so braucht. Ja. In der Endzeit. Da liegt wer, oder? Nee. Nur so Müll. Okay. Oh, sehr gut. Was war das? Nachricht an Bruder. Ansehen. Select drücken. Lesen, Viereck. Das ist nicht ernst gemeint, oder? Wie näher kann man da nicht hinzoomen? Ach, lesen, doch, da, guck, da gibt's noch Lesen. Oh, mein lieber Bruder, wir waren so nah dran. Ich sitze vor der Mauer und weiß, ich werde die Zone nie mehr von innen sehen. Beim Warten auf den Schmuggler hörten wir einen Trupp Soldaten kommen. In Panik haben wir uns in ein Haus geflüchtet. Niemand von uns hat die Spuren bemerkt, bis es bereits zu spät war. Wir sind alle infiziert. Wir haben noch ein paar Stunden, vielleicht einen Tag. Ich hoffe, der Schmuggler kommt trotzdem, damit wir wenigstens diesen Zettel schicken kann. Damit ich dir wenigstens diesen Zettel schicken kann. Ich hätte auf dich hören und mit in die Zone kommen sollen, als es noch ging. Jetzt ist es zu spät. Mark. They got infected trying to sneak into the zone. As much as everyone complains about it, you got all these poor bastards wishing they were living on the inside. Die Zone ist ja bestimmt auch dieser gesicherte Bereich, da der vom Militär da abgesperrt war. Kann sein, ja. Es gibt anscheinend noch viele Menschen, die da draußen leben. Das ist ganz was Neues. Leute, die in der Zone wohnen, beklagen sich. Das Neue ist, dass die Leute rein wollen in die Zone.
Oh ja. Das soll mal ausmachen. Some fresh air. That's the one thing I love about the outside. I hate the smell of the city. Why don't you ask Bill to get you some of them air fresheners? They weren't expired. That'd be a good idea. Raumspray kann ablaufen. Wahrscheinlich schon Coca-Cola auch schlecht geworden in 20 Jahren. Und Twinkies. Nee, die wären nie schlecht. Sollen wir helfen? We're here. Cover the entrance. I got it. Was aus seinem Bruder geworden ist, haben wir gar nicht so, ist was offen, oder? Ja. Nee, das Plank fell nicht. Down. Oh. Dann holen wir das doch mal, oder? Ja. Be a dear, would you? I'll get it. Gucken wir gleich mal wenigstens noch mal oben, ob hier noch irgendwas anderes liegt, wenn wir schon mal hier unten sind. Sieht aber nicht so aus. Aber das sind in den Uncharted-Spielen so. Here, pass it to me. Die Dialoge auch so wie in den Levels, das wirkt alles so authentisch und irgendwie organisch und nicht so Computerspiel-Gespräche. It's a bit heavy. I think I can handle it. Alright. Wie kommen wir jetzt wieder hoch? Kannst du nicht einfach da an der Stelle irgendwie hochkraxeln? Also nee. vielleicht an der Regenrinne her? Nee. Guck mal, sag mir schon gleich was. There we go. Da kannst du mir von drüben irgendwie hochhelfen, schau mal. Get your ass up here. Let's move. Bossy today. Okay. Ach, hier kannst hier du vielleicht da durchklettern oder so. Und schau. Dann wieder. Und dann oben rum, ja, das könnte sein, ja. Kannst du nicht mitnehmen, was da rechts liegt, oder? Guck dieses orange Dings. Nee. Aber das funkelt so. Warning. Keep hands out of machinery. Schönes Bild dazu, schönes Piktogramm. Aber hier kommen wir wieder zurück, sehr gut. So, und jetzt übers Brett. Make sure there ain't any soldiers around. It's clear. Come on. Ich bin total gebannt von dieser ganzen Stimmung. Ja. Unglaublich. Shut it. Achso, ich dachte, die hat dich gemeint. Halt's Maul. Gar nichts gesagt. Look at that ammo. I'm sure we'll need it. Kugeln, jawohl. Aber man sieht Sachen eigentlich schon ganz gut, die man aufheben kann. Ja. Blinkt oder leuchtet auch so recht stark. Auch so wie in den Uncharted-Spielen. Die funkeln dann auch immer so. Finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Hey, little man. Das ist ein Kind. Make sure the coast is clear. No soldiers, none of Robert's men, yeah? Da gibt's auch ein paar Essensrationen dafür. Was ist schon das Einzige? You know he's expecting us. Well, that'll make it more interesting. Schau mal, das einzige Zahlungsmittel ist, oder? Die Währung, ja. Good ja. To go. Come on. Das wäre auch mit das Wichtigste, dass man was zu beißen hat. Hey, Tess. Hey, pretty lady, how you doing today? I heard you. Not right now, Terrence. No, it's good. Look, I got the car. Now, you hear me? Okay. You can do that. You get all huffy puppy, man. Touch it, you buy it. Okay. Tess, it's been a while.
You don't visit us anymore. Who the hell is that? None of your damn business. Kämpft. Where do you think you're going? Malik, sit back down. Oh, sorry, Tess. Didn't realize you two were together. Go ahead. Hat natürlich ordentlich Street Cred hier, die Tess. So wie ich. Genau. In the hood. Who's that? An old headache. Don't ask. Geh mal zu dem da hinten. Ja. Das ist diese andere Spielkarten, okay. Mir schleift da ein Messer. Ja, hier? Oder da lag irgendwas, oder? Ja. Ein Brief. Einberufungsbescheid, okay. Weißt du Bescheid? Bekanntmachung. Ziviles Dienstsystem. Der General der Quarantänezone von Boston. An Scheiß drauf. Begrüßung. Als diensttauglicher Zivilist erhalten Sie hiermit Befehl, an verschiedenen Einsätzen zur Instandhaltung der Quarantänezone teilzunehmen. Bitte finden Sie sich am 15. Dezember um 6.30 Uhr im Hauptbüro an der Charles Bridge zur Entsendung an ein Verwaltungsbüro der Streitkräfte ein. Bei schuldhaften Nichterscheinen am oben genannten Ort zur oben angegebenen Zeit erfolgt Einschränkung der Ration sowie gegebenenfalls Verlust der Aufenthaltsberechtigung. Legen Sie diesen Befehl bei Erscheinen vor. Wichtiger Hinweis, unbedingt beachten. Wenn Sie in den vergangenen 6 Monaten bereits Arbeitsdienst geleistet haben, kann der Dienst bei Nachweis verschoben werden, wenn Sie an einer physischen oder psychischen Erkrankung leiden, die Sie nach Ihrer Einschätzung dienstunfähig macht. Legen Sie ein entsprechendes ärztliches Attest vor. Aber so weit ist dann wohl die Ordnung doch noch da, dass man sowohl Atteste vorlegen kann und zum Wehrdienst eingezogen werden kann. Steckbrief. Oh, guck, wird sein Firefly. Ist ja komisch, dass es gerade zu dunkel ist. Aber anscheinend ordentlich gesucht gleich. Das könnte diese Marlene sein. Namen hat man es gar nicht lesen können, gell? Marlene, meinst du? Ja. Könnte theoretisch sein, aber gibt es da keinen richtigen Hinweis drauf, oder? Dass ich das nicht irgendwie gesehen habe. Passt schon. Man kann ganz kurz gucken, wenn man Select drückt und dann hier rechts kann man irgendwie Steckbriefe angucken, einrufen, dass man die letzten Dokumente, die man gefunden hat. Ja. Dann gibt es Firefly-Anhänger. Das werden irgendwie anderen Collectibles sein. Und Trainingsbücher sind die Tutorials wahrscheinlich gesammelt. Schauen wir mal. Na gut, aber gehen wir erstmal hier weiter mit Tess. I'm looking for Robert. He come through here? Half hour ago. He went back to the wharf. He's there now. Ohne Bezahlung geht hier nicht viel anscheinend. Fireflies. Rise. Rise to the light. Auch im Intro gesagt. Look for the light. Ich sehe ein Licht am Ende der Folge. Oh nein. Ich weiß, ich will auch noch viel weitermachen, aber es geht doch nicht. Wir müssen doch eine Pause machen. Ja, dann suchen wir in der nächsten Folge weiter nach Robert und hoffen, dass wir ihn finden, damit sich auch vielleicht ein bisschen auflöst, warum wir eigentlich so sauer auf den sind. Weil gut auf den zu sprechen sind wir anscheinend nicht. Nö. Bis dann. Ciao.